Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir. Ich bin Musician und wir spielen dieses Mal Super Mario 3D Land. Wenn du Street Pass verwendest, werden gespielte Rätselboxen zusammen mit deinem Mii an andere Spieler gesendet. Bla 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 bla. Sehr schön. Werde ich leider nie verwenden, da ich nie das Haus verlasse. Echt schade für mich. Ich könnte echt mal so ein bisschen Interaktion mit anderen Menschen vertragen. Dann würde ich vielleicht auch mal ein bisschen selbstbewusster werden und mir mehr zutrauen, dass ich wirklich auch Dinge vorlesen kann, ohne Angst zu haben, dass ich in Tränen ausbreche, weil ich die Buchstaben nicht erkenne. Fick dich, rote Münzenring. Niemand mag dich. Schwänzeln uns langsam nach hier unten und hoffen, dass wir die Münze bekommen und hoffen, dass wir irgendwo landen, wo wir nicht gleich sterben. Ah, sehr schön. Ich hab's auch schon eine Weile nicht mehr gemacht. Oh Gott, jetzt spring doch einfach auf den Block drauf. So. Hier oben hin. Dann können wir jetzt nämlich cheatermäßig hier einfach langlaufen. Geben weiterhin Zero Fucks auf alles, was hier rumsteht und laufen 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 und haben hier eine orange Röhre erreicht, die wir auch gleich mal runtergehen. Und wir tauchen in Welt 2 auf, haben Welt 1 damit komplett übersprungen. Und wenn ihr daher keinen Bock habt, diese selber zu spielen, könnt ihr es einfach so überspringen. Das muss doch gehen, das kriegen wir hin. Komm, wir sind cool, wir können sowas schaffen. Erst daran und dann. Ah! Das machen wir dann einfach so. Wir nehmen dieses bescheuerte Ding hier. So, warte. Das kriegen wir hin. Oh, fuck off. So, wir sind hier drin. War doch gar nicht so schwer. War ein bisschen umständlich, aber wir haben es ja geschafft. Ah, ich habe total Hunger gerade. Habt ihr irgendwas zu essen da? Ihr solltet irgendwas zu essen da haben, einfach damit ich irgendwie mich bei euch kurz durchfressen könnte. Schauen erstmal, was eigentlich hier so abgeht, um uns ein bisschen Überblick zu verschaffen. Und unser Freund Toad steht auch schon da oben und gibt uns nur irgendwelche nutzlosen Drogen, die wir uns einfügen sollen. Ich würde sagen, der hat's echt auf uns abgesehen. Wenn wir nicht aufpassen, der ist ein ganz schlimmer Typ, ist das. Oh mein Gott, denkt er, er kann fliegen? Oh nein! Er stürzt sich, er fällt. Oh Gott, irgendwer muss so, was, oh mein Gott, er denkt, er kann fliegen, aber er kann doch nicht fliegen, er wird, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach, jetzt ist auch jede Hilfe zu spät. Oh, was? Oh, komm. Vor dem Ziel. Was? Oh, nein. Oh mein Gott. Ah, darf ich das alles normal machen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich bin zu überfordert hier. So, ihn wäre ich schon mal los. Fehlt noch sie hier? Oh komm! Oh komm! Mann, diese fucking Drecksperspektive! Ah. Ich dachte, das könnte ich schaffen. Nein! Oh Gott. Oh, fuck off, Mann. Was machst du denn da für Scheiße? Alter.